Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler der GIS. Ich möchte euch heute ein kleines Programm zeigen mit einigen Übungen, die euch dabei helfen sollen, damit ihr vor der ganzen Arbeit vor dem Rechner nicht zu sehr einrostet. Alles, was ihr dafür braucht, sind entweder zwei Wasserflaschen oder zum Beispiel zwei Dosen. Wir machen einen Zyklus von vier Übungen und die erste Übung ist der Hampelmann, ganz normal, der steht da. Dann die zweite Übung, Anlauf. Die dritte Übung heißt Sprung und Schlag. Und die vierte Übung ist bei den Übungen ist es wichtig, dass ihr die Gewichte so wählt, dass es nicht zu anstrengend wird und dass ihr dementsprechend durch die Übung durchkommt. Wir machen 15 Einheiten und die erste Übung ist der Hampelmann. Dann die zweite.